Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls. Beim letzten Mal, ja, sind wir hier in die Dämonenruinen gegangen und haben versucht, den guten Lavastrom-Dämon zu besiegen. Und ja, das hat nicht so ganz gut geklappt. Das war so ein bisschen doof. Und wir versuchen jetzt mal, oder beziehungsweise bevor ich mich dem Ganzen nochmal stelle, will ich erstmal was versuchen, das auch in den Kommentaren stand, das ich auch gerne mal versuchen möchte. Wo ich jetzt überprüfen werde, ob das irgendwie sinnvoll ist. Wie gesagt, möchte ich jetzt nochmal ganz kurz überprüfen. Dafür gehen wir zur Gemeinde der Untoten. Ich muss mal gucken, wie ich das am dümmsten mache, aber ich habe ja noch Seelen übrig. Bevor wir jetzt aber nochmal zurückgehen, möchte ich nochmal eine ganz kurze Sache, oder bevor wir jetzt generell weitermachen, möchte ich eine ganz kurze Sache sagen. Und zwar, ich bin eigentlich ja sehr froh, wie dieses ganze Projekt läuft, Dark Souls, denn seien wir mal ehrlich, was an Kommentaren unter Dark Souls steht, das ist für die Anzahl an Abonnenten, die ich zumindest habe, und die Anzahl der Views, die ich habe, sehr, sehr hoch. Also da können sich andere Let's Player wahrscheinlich schon mal ordentlich eine Scheibe abschneiden, die auch deutlich mehr Abonnenten und sowas haben. Allerdings, also versteht das jetzt nicht falsch, ich will euch wie gesagt nicht verbieten, Kommentare zu schreiben. Allerdings ist mir aufgefallen, dass wir ja eigentlich seit Nito, dass es da so ein kleines Problem gibt. Also was heißt Problem? Es hat sich so ein Ding eingegliedert, ich finde es ein bisschen schade, weil das vorher eigentlich auch ganz gut geklappt hat. Und zwar die Sache mit so geringen Spoilern. Und zwar, es hat ja 80 Folgen eigentlich ungefähr richtig gut funktioniert, dass eigentlich nicht wirklich was gespoilert wurde. Und es hat bisher ja eigentlich auch ganz gut funktioniert. Die Sache ist bloß, seit Nito hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen Überhand nahm, was mir die Tipps zu Bossen anging. Das lag wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass ich in dem Gebiet vor Nito so extrem gefailt habe, dass ihr gedacht habt, ihr müsst mir jetzt irgendwie ein paar Tipps geben, damit ich hier überhaupt noch Bock auf das Spiel habe. Wo ich, wie gesagt, auch nett bin. Aber zum Beispiel, es war halt so, bei Nito wurde mir verraten, ich muss, ja, auf seine Schreie aufpassen. Genau, dann greift er an. Bei Seath wurde mir verraten, ich muss, beziehungsweise ich kann, wenn ich eine leichte Rüstung trage, gar nicht von ihm entdeckt werden, weil er blind ist. Wie gesagt, normalerweise fände ich solche Tipps ja eigentlich ganz gut. Die Sache ist bloß, bei Bossen möchte ich eigentlich selbst herausfinden, was ich machen möchte oder was ich machen muss. Wie ein Boss funktioniert, das gehört ja auch irgendwie dazu. Das ist ja auch irgendwie Teil dieser 200-Tode-Challenge. Ich meine, wenn ich vorher weiß, wie ich einen Boss besiege, ist es ja auch langweilig. Und die Sache ist einfach, vorher waren auch solche Tipps da, aber da standen die Tipps immer erst unter dem Video, unter dem ich den Boss dann auch besiegt hatte. Also, und seit Nito war es eben so eine Art, dass die Tipps schon unter dem Video geschrieben wurden, unter dem ich den Boss das erste Mal begegnet bin. Und bisher gab es einfach, oder war es einfach so, dass ich den Vorteil hatte, dass die Bosse, beziehungsweise, dass ich die nächsten Folgen schon im Voraus aufgenommen habe, sodass ich die Bosse selbst schon besiegt hatte, ohne vorher die Kommentare dazu zu lesen. Jetzt aber ist es halt gerade bei dem Lavastrom-Dämon, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen schade, dass ich da schon so extrem gespoilert wurde. Also ich wurde ja nicht erst, also ich wurde einerseits bei der Folge zum Lavastrom-Dämon ja gespoilert, aber auch sogar schon vor der eigentlichen Folge zum Lavastrom-Dämon wurde ich schon gespoilert, wie man den Lavastrom-Dämon oder wie die ungefähre Variante ist, der ungefähre Trick ist, den Lavastrom-Dämon zu besiegen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen schade, weil das nimmt mir den Spaß herauszufinden, was ich machen muss, das nimmt euch den Spaß, weil ihr guckt, dass wir, die meisten gucken die Videos ja auch, weil sie selbst sehen wollen, wie andere das Spiel empfinden. Und das ist dann natürlich, nimmt euch den Spaß, nimmt mir den Spaß und es nimmt uns allen den Spaß und dementsprechend ist es ein bisschen sinnlos. Deswegen sage ich es nur mal ganz kurz. Also, ich will euch nicht nehmen, dass ihr innerhalb der Kommentare über irgendwelche Bosse diskutiert. Kein Problem, aber macht's doch bitte so, wenn ihr über Bosse diskutiert, die noch nicht gekommen sind in diesem Let's Play, dann macht doch irgendwie eine Spoilerwarnung hin, nach dem Motto, Spoiler hier, Boss. Ihr könnt von mir aus den Namen hinschreiben, das ist ja dann nicht so wichtig, und macht dann einfach ein paar Absätze. Damit ich weiß, okay, ich muss das nicht lesen, aber der, für den das eigentlich gedacht ist, der kann sich das ruhig angucken. Also, wie gesagt, wenn ihr da ein paar Absätze lasst, muss ich ja das über YouTube erst ausklappen lassen. Dann muss ich mir das nicht angucken. Das Problem ist einfach, man könnte jetzt natürlich sagen, ich muss solche Kommentare nicht einfach lesen. Die Sache ist einfach, es ist schwer, etwas nicht zu lesen. Sobald man irgendeinen Text angefangen hat zu lesen, liest man automatisch. Ich denke, die meisten von euch kennen das. Und dementsprechend ist es halt auch schwer, einen Tipp zu überlesen einfach. Und deswegen, also einfach, wie gesagt, würde mir persönlich gefallen, haltet euch einfach an zwei Punkte. Erstens,
schreibt einen Tipp für mich zu dem Boss erst, wenn der Boss besiegt wird, einfach unter die Folge erst, auch wenn es euch in den Fingern juckt, macht es einfach, das macht mir dann mehr Spaß, das macht euch dann mehr Spaß, also es kommen ja jetzt nicht mehr so viele Bosse, aber es kommt ja auch noch das DLC und auch wenn das nicht zur Challenge gehören soll, will ich die Bosse da natürlich auch selbst erleben und zweitens halt, wie gesagt, wenn ihr zu Bossen oder irgendwas in Dark Souls diskutieren wollt, was ihr auch gerne, wie gesagt, weitermachen dürft, was aber noch, oder was ich selbst noch nicht entdeckt habe, dann macht das doch bitte mit Spoilerwarnung. Die Sachen will ich nur anmerken und jetzt will ich was ausprobieren, was in den Kommentaren stand, was ich auch wirklich mal ausprobieren kann und zwar, die Sache ist, ich kann meinen Falchion nicht aufbessern. Dafür fehlen mir einfach grobe Scherben. Und das ist ein extremes Problem. So, ich hätte jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich könnte natürlich jetzt einfach sagen, ich farme große Scherben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe darauf einfach keinen Bock. Und ich muss ja auch mal sagen, eigentlich hattet ihr am Anfang des Let's Plays gesagt, man kann mit jeder Waffe das Spiel durchspielen, wenn man sie einfach nur verstärkt. Wohl doch nicht. Wobei man den ja, wie gesagt, scheinbar mit einem Trick besiegen kann. Nein, ich könnte das Götterbalderschwert noch aufbessern. Ich meine, das skaliert dann zwar mit Intelligenz, aber ich kann es aufbessern, weil ich die Scherben, glaube ich, habe. Und vielleicht macht es ja sogar mehr Schaden. Ich weiß ja nicht, wie das mit dem göttlichen Schaden ist. Deswegen kann ich ja einfach mal gucken. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal irgendeine große Seele. Hier irgendwas Unwichtiges, Mondschmetterling. Ich meine, ich werde die verdammte Waffe dazu eh nicht mehr herstellen. Das war ja fast gar nichts. Ich hatte jetzt irgendwie mehr erwartet. Mischwesen Priscilla, Wolf Sief. Ach komm, Henker Smaug hier, das muss doch ein bisschen was geben. 12.000, so, damit lässt sich ja schon mal was anfangen. So, und ich will es einfach prüfen, ansonsten, ich habe es mir jetzt so gesagt. Das Ding ist, ich könnte jetzt sagen, der hatte doch die göttliche Glut, ne? Ja, genau. Ich könnte jetzt, ach, da haben wir aber auch viel zu wenig Scherben, um das groß zu verstärken, das Teil. Ja, mir fehlt da eine grüne Scherbe jetzt noch, damit ich es wenigstens auf plus 3 verstärken kann. Wird wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Muss ich ehrlich sagen. Ich werde es mal ausprobieren, aber es wird wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Ich habe mir jetzt folgendermaßen gesagt, ich werde jetzt nochmal den Boss einmal so noch ausprobieren. Wieso ist denn das jetzt eigentlich nur auf plus 2? Ich hatte es doch jetzt sogar zweimal ach nee, ich hatte es ja noch nicht auf plus 1 und plus 2 verstärkt, ne? Also wie gesagt, ich werde den Boss jetzt folgendermaßen probieren. Noch einmal so, aber weil mir eben schon gesagt wurde, wie der Trick ist, werde ich es dann einfach nach dem Trick machen, weil die Sache ist, und das seht ihr wahrscheinlich ähnlich, jetzt muss ich die Frage, wo will ich eigentlich hin? Tochter des Chaos da. Ich denke, da gebt ihr mir recht, wenn man weiß, wie ein Trick zu einem Boss funktioniert, dann wendet man den auch an, auch wenn man den eigentlich ja selbst nicht rausgefunden hat. Wenn man einfach gespoilert wurde, dann macht man das. Also zumindest geht's mir so und dementsprechend will ich das, es ist natürlich ein bisschen doof, weil eigentlich habe ich den Trick nicht selbst rausgefunden und das wäre dann natürlich ein bisschen schade, wenn ich den dann einfach anwende, aber ich meine, ich kann es jetzt nicht ändern, ich wurde gespoilert und ich kann es schlecht aus meinem Gehirn wieder löschen, dass mir dieser Trick gespoilert wurde. Und dementsprechend werde ich mal schauen, ob ich den Boss irgendwie so nochmal besiegt kriege. Und ja, wenn nicht, dann werde ich einfach den Trick anwenden. Auch wenn der, wie gesagt, nicht... Oder wenn ich mir den nicht selbst gelernt habe, dann... Ja, wie gesagt, es ist ja, wie gesagt, nicht mal großartig meine Schuld. Also, ja, es tut mir dann wahrscheinlich auch leid. Ich gucke mir das mal jetzt ganz genau an. Ja, da ist tatsächlich eine Grube. Da wurde mir nämlich gesagt, da ist eine Grube. Und da kann man theoretisch was machen. Ja, okay. Ja, ich sehe es. Aber ich versuche ihn einfach mal so nochmal, damit ich es wenigstens nochmal so probiert habe. Ich probiere jetzt das verbesserte Götterbalderschwert, auch wenn ich nicht glaube, dass das sehr viel Schaden machen wird, um ehrlich zu sein. Aber naja, gut. Mal gucken. Ich frage mich, ob der jetzt sofort angreift, weil... Ach, ich habe ja eigentlich noch Zeug, das wir uns wenigstens mal angucken können. Ich probiere ihn jetzt, wie gesagt, einfach nochmal so, um zu gucken, ob ich es denn irgendwie schaffen kann. Das, mein Problem ist ja einfach, wie gesagt, dass ich keine Waffe habe für den. Dass mein gutes Schwert, das ich halt die ganze Zeit ausgerüstet habe, dass das jetzt einfach keinen Schaden macht gegen den, weil es halt ein Feuerschwert ist. Was ja auch irgendwie logisch ist. Das will ich ja gar nicht mal bezweifeln. Es ist halt trotzdem ein bisschen kacke. Das sag ich ganz ehrlich. Weil eigentlich wurde... Wow! Was war das denn? Sorry, aber das war ja jetzt wieder doof. Das war ja wieder richtig kacke. Das
war das denn bitte? Ach, jetzt bin ich hier. Ja. Das war ja jetzt richtig kacke. Also ich will ihn eigentlich, wie gesagt, nochmal so probieren. Aber wenn das schon so losgeht, habe ich eigentlich schon wieder gar keinen Bock mehr. Wenn ich jetzt nicht mal mehr zu dem richtig hinkomme, weil der mich einfach raushebt. Wie dumm ist das denn? Naja, gut. Ich setze mich nochmal kurz ans Leuchtfeuer, damit wir nicht jedes Mal den Teleport machen müssen. Wie gesagt, ich kann ja nichts dafür. Ich wurde gespoilert und es ist halt schwer. Man kann sich nun mal nicht etwas aus dem Kopf wieder löschen. Und übrigens, was ich schon ewig mal machen wollte, das mal raushauen. Weil das stört mich extrem, dass das da durch den Mantel durchglitscht. Es störte mich einfach schon seit Ewigkeiten und ich habe es nie gemacht, weil ich es immer wieder vergessen habe. Aber jetzt habe ich mal dran gedacht. Wie gesagt, es ist... Ich meine, es ist nicht unmöglich, wahrscheinlich den Boss zu besiegen. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber ich habe halt jetzt... Ich hätte halt jetzt mehr die Möglichkeit, entweder ich farme extrem große Scherben, gehe dann noch nach Neulondo und suche nach dieser komischen Glut, die meine Waffe noch auf plus 15 verstärken kann. Farme da wahrscheinlich auch nochmal die entsprechenden Gegenstände dafür, die ich brauche. Und versuche den dann. Oder ich mache einfach das, was mir wie gesagt gesagt wurde. Ich mache einfach das, den Trick für den Boss. Ja, sage ich es einfach so. Es ist halt schwer, wie gesagt, wenn man weiß, dass es einen Trick für den Boss gibt. Und jetzt habe ich den auch gesehen. Es ist hier einfach eine Grube, in die man den Boss scheinbar wirklich hineinlocken kann. Dann ist es einfach schwer, sich selbst dazu zu bringen, zu sagen, ich will ihn jetzt einfach nochmal so probieren. Vor allem, wenn ich, wie gesagt, sehe, dass es echt schwer ist. Wie gesagt, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Und guck mal, ob es irgendwie in irgendeiner Form möglich ist. Ansonsten locke ich den einfach wieder her und dann soll der mal gucken, was er macht, ne? Mein Problem ist das nicht. Es ist wie gesagt schade, aber ich denke, ihr habt jetzt verstanden, auch was ich will. Deswegen werde ich darauf nicht weiter rumreiten und wir kümmern uns jetzt um den Lavastrom-Dämon. Und jetzt kann ich ihn mir eigentlich auch mal ein bisschen genauer angucken, wenn wir schon mal hier sind. Der sieht ja eigentlich gar... Hat er keine Arme oder sowas? Also ausweichen ist, glaube ich, gar nicht. Ich roll mal lieber noch ein bisschen zur Seite, nicht, dass der Arm gleich wieder rauskommt. Und ich merke gerade, ich habe meine Estus-Verkons gar nicht aufgefüllt. Das wäre vielleicht gut gewesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht, dass ich hinter dem Felsen weniger Schaden kriege, was mir übrigens auch gesagt wurde. Kann ich vielleicht was mit Blocken machen? Wenig. Mal gucken, wie viel das Balderschwert macht. Wenn ich treffen würde, würde man das auch sehen. Ich weiß nicht, wie man dem ausweichen soll, der ganzen Scheiße. Ah, okay, so. Okay, das Balderschwert ist auch ziemlicher Quark. Kann man auch ziemlich vergessen. Dann bringe ich mich erstmal irgendwo in Sicherheit. Und rüste wieder den Falchion aus. Ich habe was abgekriegt, oder? Der Falchion ist drunter. Und guck mal, ob ich irgendwie... Das Problem ist halt, ich mache unglaublich wenig Schaden. Wie gesagt, ich könnte halt noch da jetzt so spielen und sagen, ich farme extrem lange, aber da habe ich eigentlich unglaublich überhaupt keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Mist. Ja, ich mache halt überhaupt keinen Schaden. Das ist halt irgendwie sinnlos, ne? Und wenn man immer reinrollt... Okay, also das Schild bringt mir überhaupt nichts. Das heißt, ich kann eigentlich auch zweihändig nehmen. Nee, das kann man voll vergessen. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Trinken. Also es ist machbar. Das will ich nicht sagen, aber das Ausweichen funktioniert ja überhaupt nicht. Also ich habe es einmal hingekriegt, komischerweise, aber jetzt nicht mehr. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert genau mit dem Ausweichen. Mit mehr Estus-Flakons wäre es vielleicht möglich. Ja, so funktioniert's. Komm schon, verrecke, du blödes Mistvieh. Was macht er denn jetzt? Was ist denn das eigentlich für ein Angriff? Da passiert ja überhaupt nichts. Mist. Abvisieren und den scheiß Arm angreifen. Und wieder ein Estus-Flakon. Und wieder anvisieren.
Das Ganze machen wir hin und her. Und hoffen, dass wir zwischendurch mal ausweichen können. Wird der mehr Lava mit der Zeit? Ich krieg's nicht hin, auszuweichen. Das ist unglaublich kacke. Regeneriert er sich eigentlich mit der Zeit? Und Estus. Der kriegt mehr Lava auf jeden Fall. So viel sehe ich. Ah, okay. Ich glaube, ich krieg's langsam so ein bisschen raus, wie man das ausweichen kann. Ich muss auf jeden Fall nach links. Ja, auf jeden Fall nach links. Nach rechts. Ich weiß nicht warum, aber nach rechts funktioniert nicht. Ja, okay, den schafft man wirklich auch so. Okay, ich brauche den Trick wirklich nicht. Ja, er ist nicht schwer. Gebe ich zu. Er ist nicht schwer, aber wie gesagt, es ist trotzdem schade, dass ich gespoilert wurde. Sorry, dass ich das nur so sage. Es ist trotzdem schade. So, jetzt kann ich mal wieder meine andere Waffe an... was denn jetzt? Achso, jetzt fließt die Lava ab, natürlich. Das, wofür wir das Ganze wahrscheinlich auch gemacht haben. Also ich gebe zu, er ist wirklich nicht so schwer. Ich will trotzdem nur sagen an der Stelle, ich finde es trotzdem schwachsinnig und da können mir Leute auch schreiben, was sie wollen. Ich finde es schwachsinnig, dass man, wenn man sich schon hinter den Felsen stellen kann, also wenn es hier schon so einen blöden Felsen gibt, dann finde ich es schwachsinnig, dass es nicht möglich ist, sich dahinter wirklich in Sicherheit zu bringen, dass man da trotzdem getroffen wird. Also eigentlich ist der Boss, ich muss sagen, ich habe mit einem Falchion Stufe 7 jetzt gekämpft. Mit nur 10 Estus-Flakons, was man wie gesagt noch extrem erhöhen könnte. Dafür war der Boss wirklich einfach, also da muss ich wirklich sagen, habe ich schon Schlimmeres erlebt. Was ich ja jetzt mal gucken will, und zwar, wir hatten beim letzten Mal irgendwas aufgenommen. Das Problem ist, das ist jetzt auch schon eine Weile her, deswegen weiß ich gar nicht mehr, was das genau war, was wir eigentlich gefunden haben. Da, das ist das Ding doch, oder? Schwarze Goldsaumkapuze? Von der Hexe Kelana von Izalith, Urmutter der Pyromantie und Tochter des Chaos, getragen. Diese schwarze Goldsaumkapuze trug sie schon vor dem Zeitalter des Feuers. Sie bietet sehr gute Resistenz gegen Feuer, Gift und andere Gefahren. Ah, okay. Und die anderen, sind die auch nochmal extra? Oh, da gehe ich wahrscheinlich runter, da bin ich schneller oben. Wo ist es denn? Banditen? Nein, 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 nein. Hexen ist es auch nicht. Schwarzer Goldsaumumhang. Von der Hexe, ja, ja, diese trug sie schon von dem Zeitalter des Feuers. Ja, okay, gut. Ja, das wäre wahrscheinlich gegen den Typen enorm gut gewesen. Ist wahrscheinlich eine ordentlich gute Rüstung dagegen, ne? Ja, also wie gesagt, also was ich gehört habe, ist, dass man den Typen auch, wie gesagt, einfach in Richtung der Nebelwand locken kann und er dann in eine Grube fällt und man ihm dann wohl nur noch seine Hand abschlagen oder seine Finger abschlagen muss oder irgendwas in der Richtung, dass er loslässt. Ist natürlich auch eine schöne Idee. Finde ich ja auch an sich eine geile Sache. Ich finde es halt bloß ein bisschen schade, dass es gespoilert wurde. Sorry, aber das muss ich an der Stelle nochmal sagen. Wie gesagt, ich will euch eigentlich sogar noch animieren dazu, Kommentare zu schreiben, aber bitte solche nicht. Also wie gesagt, ihr könnt mir gerne Kommentare zu Bossen schreiben, wenn die geschafft sind. Oder wenn, ich sag mal so, ihr könnt mir auch einen Kommentar zu einem Boss schreiben, wenn es so eine Art Boss ist, nur nach dem Motto, trifft das linke Bein dreimal, dann das rechte zweimal, dann knickt er ein, dann kannst du den Rücken angreifen und nur so kannst du eigentlich Schaden machen. Das dürft ihr von mir aus machen. Dann könnt ihr mir von mir aus auch verraten, wie dieser Boss funktioniert. Oder wenn ich explizit danach frage, weil ich irgendwie 20.000 Mal an dem Boss scheitere, dann könnt ihr mir das gerne verraten, dann habe ich wirklich kein Problem damit. Aber ansonsten, wie gesagt, bitte... Lasst es einfach. Es nimmt euch den Spaß, es nimmt mir den Spaß. Und ihr könnt es mir ja, wie gesagt, auch noch danach schreiben. Lasst mich in Ruhe, ihr blöden Viecher. Ich will noch kurz zum Leuchtfeuer zurück und da das mal noch ein bisschen verstärken. Ich weiß nicht, ob ich 20 Estus-Flakons brauche. Aber 15 wäre schon gut, glaube ich. Also ich meine, ich habe jetzt keinen Boss vor mir, aber 15 wären schon gut. Ich weiß nicht, ob das Kelak-Schwert immer noch gut ist oder ob das jetzt genauso scheiße ist immer noch wie gegen den Dämon. Kann natürlich sein. Muss ich mal schauen. Ist alles möglich? Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. So, jetzt gehen wir erstmal dahin zurück. Und mir wurde nämlich auch gesagt, und das finde ich dann wieder einen guten Hinweis, dass mir zum Beispiel gesagt wurde nach dem Motto, du brauchst nur noch eine Stufe auf, welches ist denn das, welcher Teil gewesen? Brauchst nur noch eine Stufe auf Zauberei... Ja, genau, auf Zauberei, dann hast du zwei Slots und kannst den neuen Zauber benutzen. Das finde ich zum Beispiel, das ist dann so eine Sache, die hätte ich auch ausprobieren können, klar. Aber
Da habe ich prinzipiell kein Problem mit, weil das spoilert mir nichts von dem Boss. Das sagt mir einfach nur, wie ich eine bestimmte Sache benutze. Und da habe ich ja auch extra gefragt. So, ich kehre die Aushöhlung um und entfache dann nochmal. Falls wir 20 Flakons brauchen, werde ich das auch nochmal machen. So, entfachen. Also eigentlich ist der Boss wirklich nicht schwer. Wie gesagt, dafür, dass ich mit einem Falchion Stufe 7 den jetzt gerade umgehauen habe, ist es eigentlich kein großes Problem. Gut. Aufsteigen kann ich aber noch nicht. Ne, da brauche ich noch eine Seele. Und zwar dann wahrscheinlich... Ach, hier sind die nicht. Okay. Dann brauche ich eine Seele... Da. Ehrenwerter Ritter, wie viel gibt die? 5000? 8000, das sollte reichen. Und den mache ich das jetzt einfach. Es ist vielleicht sinnlos, aber ich nehme dann jetzt die Zauberei. Dann habe ich jetzt zwei Zauberslots. Dann kann ich jetzt eine Zauberei einstimmen. Und zwar den großen Chaosfeuerball. Nein, warte, ich will den raushauen. Oh, Mann. So, danke. Und jetzt hätte ich gerne den großen Faustfeuerball. Das einzige Problem ist, dass der nur 4 Dinger hat. Aber ich will den jetzt ausprobieren. Und was mir auch noch verraten wurde, dass, wenn ich meine Pyromantieflamme auf 10 erhöhe, dann kommt irgendwas Besonderes. So, ich will noch was ausprobieren. Nee, okay. Also da wurde mir auch gesagt, ich muss Menschlichkeit opfern dafür, dass das klappt, damit ich da durchkomme. Genug Menschlichkeit, aber ich glaube, ich habe dafür gar nicht gerade genug Menschlichkeit. Aber was ich jetzt mal noch mache, ist, ich teleportiere mich mal noch ganz kurz zum Feuerbandschrein. Das machen wir jetzt einfach mal noch in dieser Folge. Und ich schluck einfach mal noch ein paar Seelen. Damit wir unsere Pyromantieflamme verstärkt. Oh, er ist weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist die Frage, wo er ist. Und mir wurde übrigens auch gesagt, das finde ich halt auch eine normale Sache, dass der Typ, also das finde ich, wie gesagt, ein paar normale Sachen. Also zum Beispiel, der gute Logan hieß er, genau, der Zauberer, der eigentlich in dem Archiv des Herzogs eingesperrt war, der ist jetzt irgendwo da in der Bibliothek, könnte ich jetzt nach ihm suchen. Muss ich auch sagen, ist jetzt auch nicht so wichtig, da ich jetzt nicht für Zauberer bin. Dann wurde mir gesagt, dass der Typ da scheinbar die arme Priesterin umgebracht hat, die Klerikerin. Are you sure? Then, lady, what terrifying news. What am I to do? All because of my shortcomings. It is my fault. Oh. Okay, das ist seltsam. Mir wurde eigentlich gesagt, der Typ hätte die Klerikerin da oben an dem Ding umgebracht. Hm. Oh, I'm sorry. Miracles, was it? I'm dafür distracted by grief. Pay me no mind. Dafür reagiert er ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber okay. Gut, dann würde ich jetzt mal, wie gesagt, noch sagen, das will ich jetzt, wie gesagt, mal noch machen. Wir schlucken jetzt einfach mal noch ein paar Seelen. Seele, Ehrenwerte. Wie gesagt, ich kann eh, da ich den Typen getötet habe, die Boss-Seelen ja nicht mehr verwenden, außer in dem, wie heißt das andere Spiel, dass das danach kommt, das unglaublich schwerere Spiel, wo man aber alle Items behält, aber, sag ich ganz ehrlich, brauche ich nicht unbedingt. Die nehme ich jetzt mal ein und will meine Pyromantie-Flamme auf 10 verstärken, einfach mal. Wahrscheinlich reichen die Heldenseelen auch schon vollkommen aus, um zu gucken, was dann passiert. Und wie gesagt, eigentlich sollte, jetzt ist der komische Ritter weg. Der Siegmeier. Ist da sonst noch? Hat sich irgendwas... Irgendwie wird es inzwischen wieder ein bisschen leerer, habe ich das dumpfe Gefühl. Inzwischen hauen alle wieder ab, kann das sein? Muss man da echt rüber? Warte. Danke. Ja, der halt. Aber ansonsten... mir wurde nämlich was über seine Tochter gesagt, dass sie angeblich auftauchen soll, aber... Die scheint irgendwie nicht da zu sein. Naja gut, dann verstärke ich erstmal meine Pyromantieflamme noch. Oh, hello there. You've been a stranger these days. Why? What spectacular pyromancy? Ah, die neue. I have never seen anything like it. Ah, die neue. Okay, ja, bitte. Ich kann dir erzählen. Ich hab's von der Tochter des Chaos gekriegt. Why, yes, of course. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I shall locate him myself. I'm in your debt, once again. Bitte, bitte, kein Problem. So, Ausrüstung umwandeln. Pyromantieflamme auf Stufe 8. Pyromantieflamme auf Stufe 9. Und dann hauen wir jetzt die Pyromantieflamme auf Stufe 10. Würde ich sagen. Da schlucken wir einfach nochmal zwei Heldenseelen. Ist zwar ein bisschen übertrieben, aber scheißegal. Und dann bin ich gespannt. Die bedeutenden Heldenseelen behalten wir jetzt einfach mal. Thank you for
Still enable Pyromancy. Ja, ja. Ja, 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 ja. Pyromantie Flamme 10. Es geht noch auf 11. Ich dachte, 10 ist das letzte. Ach du Scheiße. Wie viel hoch geht denn das noch? Auf 15? Habe ich noch überhaupt genug Seelen dafür? Wird schwer, ne? Wird langsam echt eng. Dann nehmen wir mal den ehrenwerten Held noch. Ich meine, bedeutenden Held. Dafür habe ich das ganze Gelumpe, ja? Thank you for I mean. Ja, bitte, Pyromantieflamme auf 11. Alter, es geht noch auf 12. Was bringt mir das denn eigentlich ansonsten? Ich nehme jetzt einfach mal die Seelen, um das zu machen, wie gesagt. So, hier, Eisengolem-Kernstück. Bitte. Die Waffen werde ich jetzt eh nicht mehr herstellen. Thank you for I mean. Pyromantie, es gibt noch Stufe 13, es war so klar. Okay, ich nehme einfach jetzt alle Seelen und guck mal, was ich dafür kriege. Glaube ich langsam. Also, Sif, komm her, du bist noch zu was gut. 16.000 immerhin. Ich glaube fast, die Seelen reichen gar nicht. Priscilla, komm her. Mal gucken, ich glaube, das reicht auf jeden Fall nicht bis 15. Vielleicht aber bis... Nee, reicht nicht mal. Kacke. Ich habe aber auch überhaupt keine Seelen mehr jetzt, oder? Ich habe sie jetzt echt alle aufgebraucht für die Pyromantie. Scheiße. Na gut, dann würde ich mal sagen, machen wir das später einfach mal nochmal. Das würde mich halt echt interessieren. Jetzt ist unsere Pyromantie auf jeden Fall extrem stark. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir uns wieder zurück zur Tochter des Chaos. Das will ich, wie gesagt, noch probieren, weil mir wurde gesagt, dass da was passiert, wenn man den voll ausgescaled hat, die Pyromantieflamme. So, wir gehen zurück zur Tochter des Chaos. Und das ist halt sowas, wo ich sage, das hätte ich wahrscheinlich einfach nicht gemacht, weil ich es zu langweilig gefunden hätte, beziehungsweise weil ich keinen Sinn darin gesehen hätte. Aber mir wurde halt gesagt, da passiert was und dementsprechend mache ich das dann auch. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir Schluss und wie wir uns das ganze Gebiet da unten weiter angucken, jetzt auch das Gebiet, wo wir vorher nicht hin konnten, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls. Bis dahin. Ciao.